Ja, aber dem läuft anscheinend. Da ist der Weg wieder zum Killer wurde. Was hattest du denn gedacht, wie das hier endet, Kellogg? Hast du gedacht, du könntest uns fröhlich in den Arsch ficken und wir würden einfach stillhalten? Ja. Nur, dass du es weißt. Sie sind krepiert wie Hunde. Und du hast sie allein gelassen. Da ist eine andere Erinnerung, die wir versuchen können. Ich verbinde dich. Also die Familie ist wohl anscheinend gestorben. Und das weiß er selber. Wie er wieder in den Kampf gezogen ist. Da sucht bestimmt die Leute, die es getan haben. Würde ich jetzt so interpretieren. Interpretieren. Sprach wieder 10 von 10. Wollen wir uns nicht setzen? Wie du Nein. willst. Sehen wir uns den ganzen Spaß mal an. Also, du kümmerst dich um die Probleme anderer, stimmt's? Gegen Bezahlung. Oh, die gibt es. Und du erledigst das ganz alleine? Ganz recht. Wir bezahlen, wenn der Job erledigt ist, ja? Wenn euch das lieber ist. Wen wollt ihr denn tot sehen? Also, es geht um Folgendes. Da ist diese Familie, ein Stück den Fluss runter. Gut, wir kommen der Sache wohl näher. Versuch mal diese hier. Da war also ein Auftragsmord von irgendwelchen Ödlern freigegeben auf unsere Familie. Aber warum? Was haben wir denn getan? Was ist da passiert? Mr. Keller, ich bin froh, dass Sie sich mit mir treffen. Sie arbeiten also für das Institut. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, ob es sie wirklich gibt. Es gibt uns, wie Sie sehen können. Was willst du? Mir ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit unsere Aktivitäten vermehrt gestört haben. Das muss aufhören. Ich tue, wofür mich die Leute bezahlen. Wenn sie ein Problem damit haben, gibt es nur eine Möglichkeit. Und die wäre, Mr. Kellogg? Wenn ich für Sie arbeite, sind Sie Ihr Problem los. Und so wie ich das sehe, könnten Sie mich problemlos bezahlen. Ich glaube, Sie haben Ihre Lage nicht ganz durchschaut. Ich denke schon. Also gut. Was ein Typ. B748. Beeindruckend. Vielleicht können wir uns ja doch irgendwie einig werden. Ach was. Wird schon wärmer. Eine davon verrät uns garantiert was. Langsam geht uns das Hirn aus. Ah, die da sieht noch ziemlich intakt aus. Verbinde jetzt. Boah, es ist ekelhaft hier zu laufen. Tja, der hat den Kampf gelernt. Ah. Die Wall-Computer funktionieren noch. Sehr gut. Ich prüfe die Logs. Es ist hoffentlich noch... Finde das Ding einfach. Das Kapsel Ding. C6. Den Gang lang. Am Ende. Okay. Das sehen wir uns gleich selbst. Ja. Schon da wusste ich, dass es ein Fehler war, ihn am Leben zu lassen. Ich verstand diese Form der Rache besser als jeder andere. Aber ich war so eingebildet, dass ich dachte, ich würde mit einem verweichlichten Vault-Bewohner schon fertig werden, falls er aufgetaut würde. Wenigstens weiß ich, dass auch diese Institutsarschlöcher bald rausfinden werden, was ihnen blüht. Wenn er mich ausschalten konnte, werden sie sich nicht lange vor ihm verkriechen können. Ich war nun der Hauptverantwortliche im Commonwealth. Wenn sie etwas brauchten, dann kamen sie zu mir.
Es kam nur selten vor, dass jemand vom Institut bei einer Mission dabei war. Darum war diese besonders. Ich wusste nicht, wen wir aus dem Vault holen sollten. Und sie auch nicht, versteht sich. Jedenfalls nicht richtig. Ich habe nie begriffen, warum wir die anderen nicht einfach wieder eingefroren haben. Aber wir hatten unsere Befehle. Der alte Mann wollte wohl nicht so viele ungelöste Probleme. Zu dumm, dass er die eine Person am Leben ließ, die er hätte töten sollen. Die Eierköpfe haben es gehasst, von einem dreckigen, kontaminierten Kerl wie mir Befehle zu erhalten. Aber sie brauchten mich. Und ich sorgte dafür, dass ihnen das klar war. Ich habe nie begriffen, warum wir die anderen nicht einfach wieder eingefroren haben. Ach so, ja, das weiß schon. Aber wir hatten unsere Befehle. Hauptsubjekt. Ich bin froh, dass ich den Jungen nicht töten musste. Nicht, dass ich es noch nicht getan hätte, aber ich tue es nie gern. Und ja, er hat mich an sie erinnert. Ich bin zwar ein kaltherziges Arschloch, aber immer noch ein Mensch. Hm. Aber es war besser so herum. Besser, als ihr das Kind zu rauben und sie dann am Leben zu lassen. Das ist er. Da. Mach sie auf. Ist es vorbei? Sind wir okay? Fast. Alles wird gut. Komm her. Nein, Moment. Komm her, Baby. Nein, ich nehme ihn. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Ich kriege mein Schaf nicht. Verdammt. Hol den Jungen da raus, dann verschwinden wir. Immerhin haben wir noch einen Ersatz. Dauert das so lange? Ich bin fast fertig, Kellogg. Ich muss nur prüfen. Okay, alles in Ordnung. Ich, tut mir leid, dass du das nochmal durchmachen musstest. Hier ist noch eine intakte Erinnerung. Bist du soweit? Ja, jetzt bin ich ja gespannt, was es alles sollte. Das ist dein Haus, ne? Ist das dein Sohn? Diese Erinnerung scheint noch ziemlich frisch zu sein. Ist doch gut, oder? Die ganze Sache in Diamond City war Teil eines ausgeklügelten Plans des alten Mannes. Jetzt ist klar, dass wir für unseren Freund aus dem Vault als Köder herhalten sollten. Das Timing konnte kein Zufall sein. So arbeitet der alte Mann nicht. Es war nicht meine Idee, mich mit dem Jungen mitten in Diamond City niederzulassen. Ich hielt das sogar für eine Scheißidee. Aber es war eines der Lieblingsprojekte des alten Mannes. Also blieben wir dort. Der alte Mann. Ich und das Kind. Wie eine glückliche kleine Familie. Und irgendwie gefiel es mir sogar. Es erinnerte mich daran, wie mein Leben hätte sein können, wenn alles anders gekommen wäre. Aber es führt keinen Weg zurück. Mir war klar, dass es nur auf Zeit war. Früher oder später wäre alles wieder beim Alten. Oh Mann, jetzt hat Piper es aber wirklich geschafft. Piper? Piper es wirklich geschafft. Ich meine, das heißt nicht, dass sie recht hat, aber... Der Bürgermeister wird diesmal nicht sauer sein. Ihr Bericht. Kellogg. Schon gut. Die neuen Synths könnten problemlos als Menschen durchgehen. Und manchen ist das auch gelungen. Aber die Runner wurden so gebaut, dass sie nicht erkannt werden. Sie waren Tötungsmaschinen. Schnörkellos und einfach. Klüger, stärker und schneller als fast jeder Mensch. Zum Glück waren sie immer auf meiner Seite. Ha. Wird dir nochmal der Kopf weggepustet, wird immer so reinplatzt.
Die Zivilisten sollten mich möglichst nicht sehen. Ich habe nichts gesagt. Also, wo liegt diesmal das Problem? Es gibt einen neuen Auftrag für dich. Einer unserer Wissenschaftler hat das Institut verlassen. Verlassen? Er ist abgehauen. Sein Name ist Dr. Brian Berger. Er versteckt sich irgendwo im leuchtenden Meer. Hier ist seine Akte. Virgil, okay. Wow, da werden wohl ein paar Köpfe rollen. Gefangen nehmen und zurückbringen oder einfach eliminieren? Eliminieren. Er arbeitete an einem streng geheimen Projekt. Im Ernst? Einer der Top-Biowissenschaftler? Scheiße. Dann nimmst du den Jungen wohl mit dir zurück. Korrekt. Du hast jetzt nur die Aufgabe, Virgil zu finden und auszuschalten. Bringen Sie mich nach Hause zu meinem Vater? Ja. Stell dich neben mich und beweg dich nicht. Okay. Da geht er. Wie, jetzt kannst du einfach teleportieren? X688, bereit für Transmission mit Sean. Wiedersehen, Mr. Kellogg. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Oh Mann. Mach's gut. Teleportation. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Es kennt niemand den Eingang zum Institut, weil es überhaupt keinen Eingang gibt. Ich hol dich da wieder raus. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Kann ich noch irgendwas erkunden? Memo ist das Lernung verlassen. Die ganze Sache in Diamond City war Teil eines ausgeklügelten Plans des alten Mannes. Das können wir mal alles durchleben. Nein. Das reicht. Tja, also müssen wir wahrscheinlich irgendwie einen Teleportationszugangspunkt finden. Also der Sohn ist auf jeden Fall im Institut. Keine schnellen Bewegungen, ja? Keine Ahnung, welche Nebenwirkungen die Prozedur hat. Sowas hat noch nie jemand gemacht. Wie fühlst du dich? Wo ist Nick? Wenn ich mir das nächste Mal eine Lebensgeschichte ansehen muss, möchte ich Popcorn. Also wenn du fit genug bist, um Witze zu reißen, würde ich sagen, dass dein Zustand nicht kritisch ist. Kannst du schon über das reden, was da drinnen passiert ist? Du warst dabei. Du warst doch auch dabei, oder? Du hast gesehen, was ich gesehen habe. Ja, aber wir müssen alles gemeinsam durchgehen, falls einer von uns etwas übersehen hat. Okay. Es gibt mehr als eine Person, die etwas über das Institut weiß. Virgil, der entflohene Wissenschaftler. Ich wusste nicht, dass Institutswissenschaftler desertieren können. Das ändert alles. Er könnte so manche Frage beantworten. Wenn er noch lebt. Ist er laut der Erinnerung? Beim leuchtenden Meer? Das kann nicht sein. Da geht niemand hin, nicht einmal um sich zu verstecken. Warum? Was macht das leuchtende Meer so gefährlich? Sag doch schon der Name. Strahlung. Sie ist so stark, dass dort nichts überlebt. Nichts Angenehmes. Radioaktive Gefahren sind nichts Neues. Aber das leuchtende Meer tötet einen Menschen in wenigen Sekunden. Deshalb ergibt das keinen Sinn. Virgil flieht in diese Hölle? Allein die Strahlung... Aber wenn es ein Synth ist... Dann ist er schon tot. Das ist Zeitverschwendung. Nein, er ist sicher nicht grundlos dorthin gegangen. Er muss noch leben. Er war sicher vorbereitet. Ja, aber Kellogg hat ihn doch eigentlich auch geschaltet. Alternativen. Du musst ihn suchen. In diesem Meer aus radioaktiver Asche. Warum war Kellogg nämlich in dieser Festung? Was kann ich gegen so hohe Strahlung ausrichten, Doktor? Es gibt chemische Mittel. Radix, Radaway. Du brauchst so viele, wie du tragen kannst. Vielleicht mehr. Ein Strahlenschutzanzug wäre toll, wenn du einen findest. Oder vielleicht so eine Powerrüstung. Das wäre perfekt. Eine Powerrüstung? Oh, ich gehe da einfach nackt rein. Drück mir die Daumen, dass ich Superkräfte bekomme. Ich weiß, dass das ein Witz war. Aber als Arzt muss ich dich darauf hinweisen, dass ungeschützter Kontakt mit Radioaktivität dich nur tötet. Tod. T-O-T. Also finde eine Möglichkeit, das alles unbeschadet zu überleben. Und viel Glück. Übrigens habe ich zuerst Mr. Valentine getrennt und dann das Implantat entfernt.
während du geschlafen hast. Er wartet oben auf dich. Oh, ich habe geschlafen. Interessant. So. Das war jetzt kein Level-Up? Doch. Okay, was will ich denn leveln, ist die Frage. Expertenterminal, Sandmann, nein. Ich brauche mehr Ammo. Aufteilrad für kritische Treffer. Oh, ich weiß nicht, was brauche ich denn noch? Das ist Level 40, das wird das schon mal aus. Hier, das hier wollte ich machen. Perfekt, kann ich mich auf Waffen zerlegen. Nice. Was ist mit dem Level los? Wieso bleibe ich Level 26? Sprich mit Nick. Bist du weg von mir? Kennst mich doch noch. Hallo. Der Doc hat gesagt, ich habe eine ansteckende Krankheit oder so. Ich bin in Quarantäne. Dr. Amari. Bist du die Kontaktperson, die H222 erwähnt hat? Alter. Und ich dachte, ich kenne bereits alle Grausamkeiten, die das Leben einem Menschen antun kann. Der Patient ruht gerade. Wolltest du dich verabschieden? Davon rate ich ab. Er erinnert sich jetzt an nichts mehr aus seinem früheren Leben. Verpasst du ihm gute Erinnerungen? Treffen mit aufreizenden Fremden? Solche Dinge? Das ist eine Gedächtnislöschung, keine Fantasiemaschine. Seine neue Welt ist sehr normal. Nichts, was Aufmerksamkeit erregen würde. Also, wie sieht dein Plan aus? Wie kriegen wir ihn hier raus? Alles umlegen. Wir müssen beim ursprünglichen Weg bleiben. Es gibt keine Alternative. Das ist der Plan? Ich dachte, euch wäre Diskretion so wichtig. Aber gut, von mir aus. Wir müssen zum Metro Center in Malden. Alle Synths der ersten Generation dort müssen weg. Verstanden? Alle. Ich lege H222 und sein Schicksal in deine Hände. Sobald er weg ist, hat diese Unterhaltung nie stattgefunden. Er war nie hier. Nimm das Holoband auf dem Tisch mit, wenn du gehst. Darauf ist eine persönliche Nachricht. Nur für dich bestimmt. Nur für mich? Wo denn? Wer bist du? Weg von mir! Ich gebe nicht das Will, Kollege. Ja. Hä, hol ihn auf den Tisch. Habe ich die vielleicht schon? Ich glaube schon fast, dass ich die schon haben sollte. Wer bist du? Das passt schon so. Das passt schon so. So, ich soll mit Nick reden. Wo steht der denn so? Der muss doch hier bestimmt auch irgendwo sein. Ach, da ist er ja. Nick. Hoffentlich hast du gefunden, was du in meinem Kopf gesucht hast. Ich hatte recht. Ich hätte dich töten sollen, als du eingefroren warst. Was? Was hast du gesagt? Was? Wovon redest du überhaupt? Alles in Ordnung, Nick? Mir geht's gut. Warum? Du hast dich wie Kellogg angehört. Ja? Amari meinte, es könnten noch mnemonische Eindrücke vorhanden sein. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Gehen wir. Mit dir stimmt was nicht, Nick. Ich will dich nicht dabei haben. Ich sag doch, mir geht's gut. Aber ich verstehe schon. Kelloggs Gehirn war für uns beide heftig. Ich bin in Diamond City, wenn du dich wieder abgekühlt hast. Ja. Yeah. So viel dazu. Fuck. Oh. Ich hoffe. Hä, wieso bin ich jetzt genau Level 26? Amari. Bist du die Kontaktperson, die H222 erwähnt? Ja. Und ich dachte, ich kenne bereits alle Grausamkeiten, die das Leben einem Menschen antun kann. Der Patient ruht gerade. Ja, können wir das irgendwie... Ich hatte keine Gelegenheit, mich zu verabschieden. Er hat vor der Betäubung recht viel von dir geredet. Tut mir leid, dass du es nicht mehr... Wir müssen beim ursprünglichen Weg bleiben. Das ist ab. Ich leg... Nimm das hoch. Dr. Amari. Vorsicht vor der Strahlung. Das leuchtende Meer ist kein Ort, den man unvorbereitet besucht. Wer bist du? Weg von mir! So...
Wieso bleibe ich jetzt Level 26? Ich hab doch gerade ein Level abbekommen. Vielleicht muss ich das Spiel ganz kurz neu starten. So, nochmal kurz beenden. Oder das ganze Spiel halt neu starten. Ich tue mal nur beenden. Vielleicht klappt es ja irgendwie, weil. Da ich jetzt nur Level 26 bin, ich müsste eigentlich Level 27 jetzt sein.